Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Replay. Replay will ich es nicht nennen. Let's Replay The Binding of Isaac. Ja, Replay. Wir sind wieder dabei, wir haben nichts weiter gemacht. Sieht man ja da. Übrigens nicht das Normale. Und mir wird kein Dead angezeigt, das heißt, das ist schon nice. 19 Items. Bist du nicht gestorben, Held. Ja, genau. Aber ich, das bin ich nicht gewohnt, ich sterb sonst immer. So, und damit wieder zurück. Wir haben Azrael freigeschaltet, warum spiele ich nicht mit dem? Wieso spiele ich nochmal mit normalem Isaac? Weil es ja sonst zu leicht ist? Ja, genau, ich bin einfach so ein Profi. Dass ich den ersten Gegner kriege, Mann. Abgehen. Ey, wie geil bitte. Erster Goldraum. The Black Baby, nein, Boom Baby. Dark Boom. Dark Bam. Ja. Gleich wieder Seelenherzen-Dropper. Finde ich nice. Finde ich schon wieder richtig nice, Alter. Freddy, nimm doch auch auf. Dann wissen deine Abonnenten auch, dass was kommt. Ja, was soll ich aufnehmen? Ja, Eishöcke. Die Payday, weißt du noch? Achso, ja, dann nimm mal Payday auf. Das hättest du eigentlich schon viel früher mal machen müssen. Ich weiß, aber ich weiß nicht. Ich nehm das erst auf, wenn ich das Spiel durchgespielt habe. Okay. Und dann, was willst du dann machen? Ja, nein, dann zeige ich Leuten, wie die Mission gehen. So, und damit auch gleich zum ersten Boss. Larry Jr. als erster Boss, auch richtig fotzig. Nee, Larry Jr. als erster Boss hat mir nicht gefallen. Auch wenn er einfach nur hin und her... Okay. Schade. Ich hatte gehofft, er spawnt keine Kacke und ich kann ihn einfach durchgehend in einer Stelle halten. Das wäre lustig gewesen, dann wäre er so schnell tot gewesen wie sonst nichts. Oh, danke, ich habe einen zweiten gespawnt. Aua. Danke, dass ich Schaden beim ersten Boss kriege. Oh Mann. Ich bin schon wieder richtig schlecht. Hat aber recht, Patrick. Hat er aber recht. Hat aber recht, Na, Patrick. Shotgun für Lauf sieht nice aus. Hm? Der Shotgun für Lauf von meinem Shotgun sieht nice aus. Okay. Shotguns Schalldämpfen ist so eine Sinnlosigkeit. Geht voll. Ja, zwei. Wenn nicht so realistisch ist, ist das ganz cool eigentlich. Ja, komm, sammel auf, du Stück Scheiße. Danke fürs Seelenherz. Jetzt habe ich noch eine blaue Kappe. Blue Cap, HP und Tears Up und Shot Speed Down, das ist doof. Schade, Shot Speed Down hatte ich mir nicht mitgerechnet. Ich weiß nämlich auch schon gar nicht mehr, was es für ein Item war, was ich da gerade aufgehoben habe. Alter, Erinnerung wie so ein Sieb. Okay, das schwarze Buch. Bible Track, Faith Up. Möchte ich Faith Up haben? Was hast du nochmal? Bible Track. Bible Track. Weiß oder nicht, was es ist. Trap? Weiß ich nicht, hab's richtig gelesen, keine Ahnung. So ein schwarzes Buch mit einem Kreuz drauf. Sag mir nicht, Item oder Dings? Trinket. Sag mir nicht. Okay. Ein Geheimraum mit einem. Dingens. Ne, für noch eine weitere Bombe springe ich mich da nicht rein. Ich hatte doch irgendwo eben so einen Stein gesehen. War das bei Larry? Hatte ich bei Larry den Stein gesehen? Ja, ich habe ihn bei Larry gesehen. Geil. Das heißt jetzt wahrscheinlich noch ein paar Seelenherzen oder eine Kiste. Oh ja, ein Seelenherz und ein Schlüssel. Nice. Und nächste Ebene. Und wir hinken der Uhr auch noch ein ganz kleines bisschen hinterher. Nein, tschüss. Gut, also in den Raum gehen wir nicht nochmal rein. Ich mag die Räume nicht, um das kurz zu erklären. Der Wiggle Worm. Okay, nice. Faith Up ist weg. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mom's was? Bottle of Pills. Mom's Bottle of Pills gibt ist ein Leertasten-Item, was dir ein paar Räume eine Pille gibt. Dass es ein Leertasten-Item ist, habe ich jetzt auch rausgefunden. Alle paar Räume, sagt er. 2, 4, 6 Räume. Ja, ein paar Räume sind das. Ein paar viele Räume für meinen Geschmack. Did you actually just touch again? Yes. Und auch nur eine Pille gibt's. Und das war Amnesia. Danke. Ich habe extra dein Spiel gehackt, nur damit du Amnesia bekommst. Jetzt muss ich noch 9 Bulldozer mit einer Shotgun töten. Okay. Man darf ja nur keinen roten Herzenschaden kriegen. Haben darf man ihn schon, oder?
Für was? Für Devil Deals. Ich hab mich nie damit so befasst, wie du oder Zombie das mal machen. Ich hab mich damit noch nie befasst. Ich hab einfach nur Zombie zugehört. richtig schlimm einfach. Okay, nächster Gegner. Monstro. Oh ja, ein leichter Gegner. Monstro ist echt so einer der einfachsten Gegner. Wenn nicht der einfachste Gegner überhaupt. Außer, dass seine großen Schüsse ein ganzes Herz abziehen, ist er richtig einfach. Du kannst einfach die ganze Zeit in der gleichen Stelle stehen bleiben, bis auf wenn er springt, dann gehst du einfach weg. Wobei Gerdy, also der richtige Gerdy, der große, ist eigentlich relativ einfach, ist mir gerade mal aufgefallen. Der ist ja eigentlich nicht richtig schwer. Ist trotzdem scheiße. Klar ist er trotzdem scheiße. Und Monstro besiegt. Die Peitsche macht Range Up und Speed Shot? Shot, glaub, Speed und Damage. Up. Okay, nice. Und ein Teufelsraum mit einem Goat Head. Der Goat Head macht nur Evil Up, oder? Der macht, glaube ich, dass ein Dings öfter kommt. Devil Room. Ja, Evil Up sozusagen. Habe ich mitgenommen für ein Herz, scheiß drauf, ne? Mitgenommen. Eingesteckt. Fuck, ey, das war fast. Hat die Connection verloren? Okay. Fuck! Okay, lassen wir diese Räume. Ich hasse diese Räume. Fuck, hier wollte ich gar nicht. Ach man, jetzt bin ich versehentlich in den Itemraum gegangen und hab meinen Schlüssel damit verschwendet. Und ich habe nicht mal genug Cash, um mir einen neuen zu kaufen. Ja, ich weiß, ich könnte die Donation-Maschinen sprengen, aber das will ich nicht. Außerdem habe ich keine Bomben. Gut, dann scheißen wir auf diese Ebene, weil ich hier Curse of the Unknown habe. Nein, weil ich hier Amnesia habe. Und scheißen drauf. Das Goldraum-Item hatte ich ja hier schon, hoffe ich. Schau gerade so ein Spiel und dann kommt so eine Frage. On a scale from 0 to 10, how high is your Ebola? Ich schreibe 8,5. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch ist dein Ebola? Etwa 7. Schreib einfach etwa 7. Nein, der hat sich auf Englisch geschrieben und ich habe 8,5 geschrieben jetzt. Ich hasse diese blauen Würmer, Alter. Ich hasse übrigens alle Gegner, ja, ich weiß. Ich muss mal kurz gucken, ob die Aufnahme läuft oder ob ich gerade mit mir selbst rede eigentlich nur. Du redest mit dir selber. Ich bin nicht mal da, du stellst dich nur ein. Ach, scheiße, stimmt, du bist ja auch noch da. Ja, sonst wenn ich zocke, mache ich einfach irgendein Let's Play im Hintergrund an. Wenn ich kein storylastiges Spiel wie Borderlands zocke. Borderlands muss ich echt aufnehmen, ey. Rusty Key, was macht der? Weiß ich nicht. Alter, es ist so beschissen, die zu töten. Die schockt immer einfach null Schaden. Ich glaube, der Rusty Key ist Chance, dass du Räume kostenlos öffnest. Probieren wir einfach mal. Räume oder Kisten? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde beim nächsten Mal wahrscheinlich Platinum Gott aufmachen. Aua. Danke für Schaden. Speeddown! Ach, fick dich, Mamspill! Scheiß. Ich habe irgendwie in diesem Run nicht so viel Pillenglück. Sonst geht's ja eigentlich immer. Okay, nächster Boss. Gerdy. Ich hasse Gerdy. Also nur um das nochmal klarzustellen, Gerdy mag ich nicht. Das Spiel wirft mir doch einfach noch öfter Gerdy an den Kopf. Aua. Das ist aber jetzt auch keine Special-Version von Gerdy, schade. Es gibt ja Special-Versions, die nur Gegner spawnen können und nicht spucken. Die sind richtig entspannt. Ja, manchmal. Eine Special-Version, die nur spucken könnte, wäre auch richtig entspannt.
weil man dann einfach nur die ganze Zeit unten stehen muss und immer so einen Schritt beiseite gehen muss. Das wäre richtig geil. Ich glaube, ich habe bei Gertie jetzt ein Herz Schaden gekriegt. Ja, Speed Damage, nochmal ein Seelenherz und ein Devil D Room. Ahoi. Hallo Jörg. Ahoi. Wir sind mitten in der Aufnahme. Super Timing. Okay. Freddy, was macht der Isaac-Vertrag? Weiß ich nicht. Und die Kutte? Also nicht die Nonnenkutte, sondern diese andere Kutte lässt einen fliegen, ne? YOLO. Ich glaub nicht. Ich glaube, die gibt dir zwei schwarze Herzen und macht Evil ab. Drei schwarze Herzen und Damage ab auf jeden Fall. Nee, Damage ab habe ich ja eben so gekriegt, okay. Sorry. Für Jörg nochmal, damit er weiß, was wir hier eigentlich machen. Ich zock Isaac. Ja, mach aber das. Er lügt. Ach, hast du dir schon gedacht, sagst du? Ja, wenn du sagst, mit schwarzer Kutte und sowas, dann kann ich mir das schon denken. Na, ich habe glaube ich auch eben Isaac-Vertrag gesagt. Hero. Rebirth, der erst rausgekommen ist. Ja, richtig schön. Oh ja. Scheiß lässig. Schleck mal. Caves 2. Welche Shotgun hat den höchsten Damage Output? Was? Die ist ja voll scheiße. Welche? Moment mal. Bin ich behindert? Oh ja, Larry Jr. und einen blauen Wurm. Fick dich doch, danke. Ja, die ist gleich Pump Action, oder? Ich glaub da schon. Ja, noch ein Seelenherz, Alter. Einfach geil. Oh shit. Fuck. Hab mich selbst in die Luft gesprengt erstmal. Also Kinder, ne, wenn ihr was machen wollt, dann sprengt euch einfach selbst in die Luft. Das macht Spaß. Macht's wirklich. Ja, total. Jörg, du bist jetzt lautstärkemäßig nicht eingestellt. Das ist jetzt etwas doof, aber schon okay. Ich sag auch gar nichts. Warum nicht? Ich renne erstmal in eine Fliege rein. Ich sehe gerade, dass das Gomme und auch der andere Server komplett voll sind. Der andere Server ist auch komplett voll? Yep. Darauf habe ich nicht geachtet. Gomme HD ist doof, da kann man nicht so gut trollen, weil so viele Leute drauf sind. Da kann man nicht trollen. Ja, der hat mal aufgestockt, ne? Der ist auch 12.000 Slots. Ja? Okay, nice. Mhm. Der andere Server hat jetzt, was du wolltest. All Stats up, nice. Man kann sich entscheiden, zu wem man reist, wenn man spectatet. Okay. Ich habe heute schon ein bisschen gezockt. Als er noch nicht ist der wahrscheinlich auch so voll. Ja, wahrscheinlich. Gut, ja. Wie viele Slots hat der? Alle. 12.609. Letztes Mal hat er noch 16.000 gehabt, ne? Ja. Wahrscheinlich trifft wahrscheinlich ein bisschen mehr Ressourcen. Ja, oder sie haben jetzt einfach... Das Plugin hat Geld gekostet. Das war richtig teuer. Oh, diese Knochenficker, Alter. Die Knochenficker. Ich hasse die über alles. Knochenficker. Ja, Knochenficker. Oh, die Maden sind One-Shot. Nice. Nice, nice. Mit wem spielst du denn? Mit Isaac, oder? Ja, ich spiele mit Isaac versehentlich. Ich hätte eigentlich mit Azazel spielen wollen, aber... Hab ich vergessen. Azazel. Hm. Richtig guter Typ. Wo guckst du? Ja. Herr Blaze, ich glaube nicht, dass du den kennst. Nein, knapp nicht. Das ist so ein richtiger Suchti. Okay. Bosskampf. Ja, gehen wir erstmal in den Bosskampf, scheiß drauf. Chubb, oh nein. Chubb ist super. Ich hasse Chubb. Chubb ist Bomben. Die du mit ihm füttern kannst. Das war der Typ, ne? Eine? Ja, Chubb ist der Typ, den du mit Bomben füttern kannst. Ja. Aber das macht nicht so viel Schaden wie meine Tränen an sich. Ja. Oh ja. Oh ja, ein HP ab. Oh ja, los. Gönn dir das Herz. Und scheiß mir noch ein Seelenherz aus. Schade. Devil Deal. Pentagramm, das rote Baby oder das umgedrehte Kreuz. Das umgedrehte Kreuz lässt einen fliegen, kostet aber 2. Pentagramm macht Damage. Damage habe ich schon voll. Was? Ich habe voll Damage? Woo! Was macht das rote Baby? Also Maggie? Ist doch, ne? Kann ich schießen. Schießen mit ein bisschen Schaden. YOLO. Flammt der Rien, Sister Maggie. Aber mehr als Brother Bobby.
Ich habe mir jetzt erstmal Sister Maggie gegönnt. So, der Super Secret Room müsste da sein, von der Theorie her. Ich bin so gut. Oh ja, erstmal 1000 Herzen, die natürlich der kleine Neger einsammeln muss. Was? Habe ich nicht gesagt? Nein. Nur noch Jörg. 1, 2, 3, 4, 5 Seelenherzen erstmal. Freddy, das ist nice. Ich glaube, ich habe Jörg nicht mal gesprochen seit MMM. Ja, ja, kommt schon hin. Hallo Jörg, wie geht's dir? Alles gut, bei dir auch? Was macht die Arbeit? Null. Fuck. Bist du auch Gärtner? Ja. Wow. Aber immerhin schon ausgelernt. Ja, da fühlt er jetzt wieder sich als was Besseres. Ja, ich verdiene auf jeden Fall mehr. Ach, knapp, ne? Ja, komm schon, keine schlechte Pille, bitte. Bitte eine schlechte. Paralyse. Das ist keine schlechte Pille, aber so kein Gutes. Und Full Health, danke. Hatte ich ja auch nicht, oder so. Scheiße. Gut, jetzt haben wir hier noch zwei Itemräume drin, von denen ich nur einen öffnen konnte. Und das möchte ich nicht. Also gehen wir weiter. Next up. Zack. Ich liebe Begleiter, Alter. Begleiter sind immer so das, was ich haben möchte. Und machen wir MMM2. Tiefen 1. Morgen? Ja, wir machen einfach bei Varo mit. Ja, bei Varo 2. Ja, genau. Ich rufe es bei YouTube an, dass sie uns da mitmachen lassen sollen. Mach mal bitte. Wer ist denn der Fameste, der bei Varo mitmacht? Du. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ungespielt? Ich glaube, ne? Ja, macht, glaube ich, mit. Ja, ungespielt macht mit. Ungespielt ist im Team mit GLP. Ja. Der Hookworm, oh nein. Der Hookworm fickt einen doch richtig, ne? Nee, der Hookworm ist ja richtig nice. Mitgenommen. Zack. Am besten du gehst in die Würfelzimmer. Ja, genau. Welche Würfel hast du bisher alle gesehen? Der ist einmal aus Versehen reingestiegen, der hat komplett OP gehabt. In welchen? Geht da nicht mehr rein. 6 oder 1? 5er, glaube ich, war das. 5er, okay. Ich weiß nur, dass der 4er die Ebene rerollt. Ja, ich glaube. Envy, ernsthaft? Der 5er oder was er auch immer hatte, der hat, glaube ich, alle Items random gemacht. Ja, das macht der 6er und der 1er auch. Wobei der 1er also irgendwie nur neue dazu generiert oder so, keine Ahnung. Richtig OP-Sachen hat. Ja. Ich war im letzten Run, war ich gut OP. Und in diesem jetzt eigentlich auch schon wieder. Das nur wegen der Aufnahme. Ja, ernsthaft, also ohne Aufnahme habe ich öfters mal verkackt. Vor allem mit Isaac, da war ich immer nur mit dem Azorus gut. Auch wenn es eine Mischung aus Lazarus und Azael ist, aber Azorus, so heißt er ab jetzt. Ich glaube, er ist Arschorus. Nein, nicht die scheiß Fledermäuse! Oh. Die Fledermäuse sind doch voll chillig. Ich hasse die, Alter, vor allem wenn man einen kleinen Raum hat. Kreuz. Du weißt, Achtung, heißt er Azael, aber egal. Ja, aber mit Doppel-Z. Ja, Azael. Also er ist auf jeden Fall der Beste. Ja, er ist halt Strahl am Anfang. Er ist halt OP, ne? Wenn die Range noch ein bisschen mehr hätte. Na, die Range kriegst du ja, indem du dir einen anderen Brimstone sozusagen gönnst. Wenn du es findest. Wenn du einen findest. Ja, irgendwie ist der seltener geworden, ne? Wertvoll. Oh, nope. Nein, Jörg, ich hab 11,5 Herzen. 11 Herzen. 10,5 Herzen. Ja, kann ich nicht wissen. Nicht gesehen. Los, komm, mach mir noch ein Seelenherz. Ach Mann, wieso machst du mir kein Seelenherz, du Arsch? Okay, die Shotgun ist echt scheiße. Okay. Du hattest schon so einen Leiternraum, ne, Freddy? Hä? Du hattest schon so einen Leiternraum, ne? Ja. Oh, nope, ich hasse euch. Euch kann man nur von hinten treffen. Hast du schon einen Raum gehabt, wo denn alle Helden, alle Endgegner kommen? Ja, ja. Oh ja. Yeah. Der ist richtig schön. Ist richtig scheiße. Den finde ich sogar richtig lustig mit Azael. Also, ach, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ja, wenn du OP bist, Azael. Da ist ein zweites Z noch. Ich hatte, hier, Freddy, ich hatte diesen runden Brimstone. Damit habe ich den gemacht. Das war richtig einfach.
Ja, noch ein Schlüssel. Oh ja, Fist Ulla. Gibt's Fist Ulla überhaupt noch als Endgegner? Ich hab den noch nie gekriegt als Bossgegner, Fist Ulla. Oder wie der alte heißt. Ja. Ich hab den noch nie als Bossgegner gekriegt. Ich hab den noch gehabt am alten. Ich hab den nur als Zwischengegner immer so. Ich hatte ihn auch schon als Endgegner im alten Isaac auf jeden Fall. Ja, im alten Isaac hatte ich den auch als Endgegner, deshalb frage ich, ob es den noch als Endgegner gibt. Wahrscheinlich, ne? Jörg weiß das doch. Oh, ein Eternal Heart. Nice. Jörg weiß immer alles. Egal worum es geht, Jörg weiß es. Ich bin mir nicht sicher. Hallo. Scheiß Brimstone-Spinnen, verpisst euch. Ich habe ihn aber, glaube ich, auch bei meinen, wo ich gucke, nicht gesehen. Ja, als Endgegner habe ich den auch noch nicht gesehen, nur so als Zwischengegner. Oh ja, danke für die Anziehung. Ich finde immer noch Monstro 2 am schlimmsten. Monstro 2 ist richtig leicht. Geht. Also ich finde ihn jetzt nicht leicht, aber er ist auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Da unten. Na toll, am schlimmsten finde ich diese Geister, ey. Die kann man so gut ausweichen. Die sind richtig mies, Alter. Das kriegt man gar nicht. Die sind richtig geklaut aus Mario. Muss man ja mal feststellen. Mhm. Like oder auch Mario. Diese komischen, keine Ahnung, wie die aussehen, wie Zuckerwatte, die sich, wenn man die kaputt macht, werden sie kleiner und kleiner und dann ragen die einen so an. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, nicht Zuckerwatte, wie so ein Tropfen. Ach, du meinst die Scheiße? Ja, oder Scheiße. Sag doch gleich die Scheiße. Ja, ich will das jetzt in deiner Aufnahme nicht so ordinär. Was ist das? Ist das Sojamilch? Sojamilch, danke. Oh mein Gott. Och nö. Ich dachte mir so, bei Full Damage macht das die vielleicht nicht ganz runter, aber doch, es macht sie ganz runter. Ich hab jetzt gar kein Damage mehr. Sojamilch ist immer schon schade. Ah, oh, schön, ey. Fuck, ich habe jetzt kein Damage mehr, das ist doch kacke. Das ist doch richtig bollig. Da könnte der Geheimraum sein. Da ist er nicht, okay. Wo ist der Bossraum? Da, dann ist da der Super Secret Room. Au. Ja, gut, dass die Scheiße keine Bomben anzieht, ey. Komm schon noch so ein Herzenraum. Oh, noch ein Eternal Heart, danke. Ich hasse zwei Eternal Hearts zu finden. Wieso? Dann kriegst du ein ganzes Herz. The Hollow heißen die. Ja, genau, viermal The Hollow. Fick dich doch. Warum hast du ein zweimal ein halbes Eternal zu bekommen? Einmal lag es einfach in der Mitte von einem Raum und einmal habe ich es in dem Super Secret Room gefunden. Ja, warum hast du das? Was? Ja, du sagst, du hast es, wenn du zwei Eternal Hearts finden. Ja, wenn man dann direkt eins kriegt. Man könnte so schön zwei kriegen. Nein, kann man nicht, eben nicht. Ja, eben, das ist ja die Scheiße dabei. Das wäre so schön, wenn man zwei kriegen könnte. Was ist das? Two Picks. Tears Up und Shot Speed Up. Wow, danke, noch mehr Shot Speed. Brauche ich unbedingt. Nee, jetzt darfst du nämlich die Kohle auch sein, dann bist du nämlich am Arsch. Ja, ja, stimmt sogar. Ja, danke für zwei Trollbomben. Oh, noch ein Seelenherz und noch eine Trollbomb, danke. Dann kann ich jetzt wieder raus aus dem Satansraum gehen und mit keinem Damage in den nächsten Ebene, danke. Nochmal Mams Pill-Scheiß aktivieren. Oh, die Uhr ist weg. Wir nehmen ja aber auch schon wieder 21 Minuten auf. 21 Stunden. Pheromone, danke. Danke, Dingel, danke. Ich hasse Dingel. Aber die Sojamilch macht gut Rückstoß, ne? Weil man halt 1 Million Tränen hat. Jetzt wäre ein Damage-Up-Item super. Oh, zweimal Dingel! Ja, danke! Übertreib doch einfach noch mehr. Ich schieß dich einfach in die scheiß Stacheln, Junge. Dusted. Was? Dusted, das ist schon mein. Das soll ja auch schon mein sein. Oh, yo. Danke für noch ein Seelenherz, Kleiner. Mag dich. Oh nein, die Fettis. Und davon auch noch gleich 20 Stück in so einem länglichen Raum, Alter. Fick dich, verpisst euch einfach. Sterbt. Nee, musst du sterben. Jörg, jetzt mal ernsthaft, sind die beiden Server immer noch voll? Yep. Das ist doch scheiße, dann können wir nicht zocken. Macht ja nix. Oh, macht ja nix.
Da wartet man schon den ganzen Tag, weil Kirschi keine Lust hat. Auf was? Auf Minecraft. Ich wollte mit Kirschi eigentlich Minecraft zocken als erstes. Und darauf hat er dann keine Lust. Mach doch endlich MMM2. Okay. Jörg bezahlt den Server, Jörg baut die Plugins zusammen, Jörg hostet den Server. Und Freddy Jörg zockt nicht mit wie immer. Wieso? Na, weil du auch keine Lust auf Minecraft hast irgendwie. Ich hab nie gesagt, dass ich keinen Bock auf Minecraft. Nicht die Geister! Ich hab einfach mehr Bock auf was anderes, ne? Ja, siehst du? Ich würde bei Minecraft mitmachen, aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich muss unbedingt Minecraft spielen, das ist das beste Spiel der Welt. Danke. Ich wollte heute Abend eigentlich eine Aufnahme machen von Survival Games. Mach halt. Nee, kann ich ja nicht, wenn der Server voll ist. Einer ist immer frei. Einer ist frei. 12.639 von 12.640. Das ist ein Bug. Das okay. Ist bei Mineplex so, ne? Ja. Ja, das ist ein Bug. Das ist schon den ganzen Tag so. Und bei Gommel sind 12.500 drauf, obwohl da noch 5.000 ausgelegt ist. Ja, weil halt 500 Premium Leute sind, ne? Ja. Das heißt, Gommel HD wird mal wieder laggen wie eine Schlampe. Ja, brauchst du eh nicht aufgehen. Freddy, was macht der rote Tumor? Sind das Stem Cells? Glaube, da kriegst du ja Damage ab und ein HP. Nein, nur HP ab. Nee, Damage kriegst du auch. Nein? Hab's gerade aufgesammelt. Kriegst du Damage? Rebirth eigentlich schon eine Wiki? Hat es von Anfang an. Platinum-Gott, kannst du umstellen auf Rebirth. Okay. Oh ja, Jörg Chub. Darf das nicht. Chub mit wenig Damage, Alter, das ist auch mies. Ich muss sagen, aber die Sojamilch hat es mir jetzt ziemlich angetan. Ich finde die cool. So vom Shotspeed her ist die nice. Ich muss kotzen. Was? Ich muss zum Kotzen. Ich hab mit Damage richtig runtergemacht. Ja, ich habe gar keinen Damage mehr. Also nur noch einen. Von Full. Ja, das ist richtig scheiße. Von Full rund auf einen. Ja, aber die Shotspeed ist schon ganz nice. Kann man nichts gegen sagen. Ist schon schön. Oh, ich hasse diese Babys, Alter. Und dann noch ein Engel dabei. Was? Warum ist da ein Engel bei? Man kann ja auch irgendwie die Engel in den, man kann ja auch irgendwie die Engel in den Engelsräumen sprengen, ne? Ach halt. Nee, die sind, glaube ich, ziemlich gefährlich. Okay, erstmal Bossgegner killen. Oh, Mom. Fuck, ich habe nicht drauf geachtet, dass ich schon in Depths bin. Doof jetzt. Klar, mit keinem Damage Mom killen, das wird auch richtig schön. Mach halt. Mach ich gerade. Tears down, danke. Fuck, erstmal in die ganzen Schüsse noch reinlaufen. Aua. Natürlich immer schön da stehen bleiben, wo Mom hintritt. Scheiß verwichsten Gegner, Alter. Ja, es könnte sein, dass ich sterbe. Bei Mom. Ja. Nicht bei Moms Hart. Nein, bei Mom. Ich dachte, du hast so einen geilen Run. Ja, bis ich die Sojamilch gekriegt habe, ne? Die Sojamilch ist für Mom ein bisschen scheiße. Ich habe sie jetzt gerade mal auf Hälfte Leben, Alter. Eben war sie schon tot. Okay, danke. Ich habe auch nur noch 6 Leben. Das Spiel hat sich gerade animiert. Nice. Ich passe immer nicht auf, wo sie hintritt. Das ist mein Problem, mein Mom. Dann beweg dich einfach mehr. Nein, möchte ich ja nicht. Okay, 5 Leben. Auch nur noch gelbe. Ja, tot. Ohne ein Herz zu verlieren, Alter. Wie nice. Du bist fast tot. Ja, aber ich habe kein rotes Herz verloren. So. Judgment spawnt ein Beggar, ne? Ja. Nochmal ein Devil Room mit 3 Kisten. Pillen, Paralyse, Pheromone. Oh, die Krone. Nein, nicht die Krone, hier dieses pinke Krönchen.
Für Sarazar? Nicht die Krone, das sind die Krönchen. Ja, für Sarazar das Krönchen halt. Naja. Eternal Life? Oh, nice. Okay, Judgment. Judgment in dem Raum macht einen Herzenberger. Will ich nicht. Scheiße, ich bin in The Womb und hab... Danke für den Herzenberger. Möchte ich gerade nicht, danke, nein. Ich hab sowieso schon kein Leben. Boah, vor allem jetzt diese Sojamilch, ne, noch mit dem Hookworm. Das ist richtig verwirrend. Bombe? Nein, ah? Herzenberger. Boah, der Hookworm ist natürlich auch richtig komisch. Okay, ich schieße schon mal durch einen halben Raum, das ist nice. Also durch so einen halben riesigen Raum. Das ist ziemlich nice. Ich kann einfach an der einen Seite stehen bleiben und alles stirbt. Der ist auch tot. Und mit dem Wichser da. Ein Herzschaden, Alter. Was muss man nochmal dafür finden, damit das nicht mehr passiert, Freddy? Was? Ja, hier, dass man nur noch ein halbes Herzschaden kriegt. Wafer, das musst du erstmal freispielen. Was muss man dafür machen? Ich glaube 5, 6 Mahnkills. Vielleicht auch weniger, aber auf jeden Fall nicht so wenig. Also doch schon relativ teures Item sozusagen. Dingel, verpiss dich, ich hasse dich. Wenigstens kannst du als normaler Gegner nicht schießen, ey. Das wäre richtig schlimm, wenn Dingel als normaler Gegner auch noch schießen könnte. The Butterbean has appeared in the basement. Die roten Häufchen sind auch richtig schlimm. Die kann ich auch überhaupt nicht leiden. Genau deswegen. Die machen einem Schaden. Ja, zwei Leben. Hat den ersten Bulldozer getötet. Jetzt fehlen noch 8. Wow, noch 8. Nein. Bad Gas, fick dich, 3 Herzen. Jetzt bringt mir der rote Herzenberger natürlich nichts mehr, den ich dabei habe. Scheiße. Warum bringt dir nichts mehr? Ja, weil ich jetzt erstmal rote Herzen brauche. Wie viel hast du? Jetzt gerade noch 3 von 5. Paralyse, danke, will ich auch nicht als Pille haben. Ich finde gerade echt nur richtig scheiße. Das könnte ein Scheiß-Run werden, ey. Der war am Anfang richtig schön. Schade. Das könnte ein geiler Run werden, dein Lieblings-Run. Oh ja, totally. Ich heb die Sojamilch nie wieder auf. Außer vielleicht hab den Brimstone. Was macht die Sojamilch im Zusammenhang mit dem Brimstone? Weiß ich nicht. Extrem schnell aufladen wahrscheinlich. Das wäre ziemlich nice. Wenn der Brimstone trotzdem noch One-Hit machen würde. Ein Herz noch. Ja, bin tot. Nee, oh, Gott sei Dank, Alter. Ein Herz noch, fick dich. Speeddown, fick dich. Ich habe keine Ahnung, was diese Gegner machen. Ein halbes Herz, los, sammel es ein und komm her. Komm her, komm her. Jetzt gib mir bitte. Oh Mann, wieso gibst du mir nichts? Wichser. Aber irgendwie habe ich noch keine einzige Karte gekriegt in diesem Run. Ach gut. Doch, habe ich. Judgment habe ich gekriegt. Ich hätte gerne noch eine richtig gute Karte, so. The Lover oder so. Ich bin tot.
Aber ich habe ja noch ein... Hä? Ich habe doch noch mal eins, oder nicht? Okay, scheinbar nicht. Gut, dann war es mit diesem Run. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Labyrinth. Tschüss. Ihr müsst euch jetzt auch noch verabschieden. Tschüss. Tschüss.